Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Eileen Hübi hier und sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Und Eileen, du warst in leitender Funktion bei Ariane Space, bei Airbus und du hast jetzt ein eigenes Raumfahrtunternehmen, The Exploration Company, gegründet. Ich freue mich wirklich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und ich versuche viel auf meinem Kanal über New Space zu reden und der neue Aufbruchstimmung in der Raumfahrt und was alles Grandioses in der Zukunft passieren wird. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich von deiner Firma oder von The Exploration Company zum ersten Mal erfahren habe und dann noch viel mehr, als du vor 2 Wochen beim Space Summit gesprochen hast, weil das ein sehr, sehr inspirierender, kurzer, knackiger Vortrag war. Und das ist so ein bisschen, was ich mir für Europa wünsche, dass wir diesen Spirit wiedergewinnen und als Entdecker gemeinsam mit unseren europäischen Werten in den Weltraum aufbrechen. Und das ist so ein bisschen, wir haben gerade ziemlich dunkle Zeiten, aber ich freue mich, dass wir dieses Interview trotzdem machen, weil ich glaube, auch in den dunkelsten Zeiten braucht man inspirierende Sachen. Und es hilft ja nicht, dass wir irgendwie auf Twitter andauernd aktualisieren und uns angucken, was alles Schlechtes in der Welt passiert, sondern ab und zu sollte man auch dran denken, was vielleicht in Zukunft besser wird und wo es hingeht. Und für mich ist die Raumfahrt ein Thema, was uns Menschen zusammenbringt und was uns irgendwie in Zukunft, die unsere Zukunft auch besser macht. Und das hast du ja auch in dem Vortrag hervorgehoben, von wegen, dass wir das auch eigentlich für unsere Kinder auch machen mit der Raumfahrt. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nicht zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Das ist großartig. ja, vielleicht zu Eingangs. Was hast du eigentlich als letztes bei Airbus gemacht? Also ich sage, meine Zuschauer, die wissen zum Beispiel, glaube ich, ziemlich gut, was das Artemis-Programm ist. Ja, also ja, mein letzter Job bei Airbus, ich war Vice-Präsidentin für die Urban Service Module, also das heißt 50% von die Orion Vehicle. Und Orion ist ein Teil der ganzen Artemis-Programm, der also Menschen zurück zum Mond bringt. Und das war, also dieses European Service Module, das ist eine Vereinbarung zwischen NASA auf der Vereinigten Staaten-Seite und ESA auf die europäische Seite. Und Airbus ist der Prime-Contractor für dieses Programm. Und das ist in Europa super wichtig, weil das ist das erste Mal, dass wir wirklich Menschen fliegen werden. Wir bauen nicht die ganze Raumfahrzeug, nur ein halb, aber trotzdem, das ist das erste Mal und das ist das auch das erste Mal für Europa, dass wir sind auf die, das heißt im raumfahrtkritischen Weg auf eine sehr, sehr große amerikanische Campaign. Kritischen Weg, das heißt, die Amerikaner können diese Artemis-Mission nicht ohne Europa machen. Und in der Geschichte, das war nie der Fall, so das ist auch das erste Mal. So zweimal erste Mal und das war eine sehr große Ehre für mich, in diesem Programm teilzunehmen. Ich habe viel, viel, viel gelernt, auch verstanden, dass dieses Raumfahrt-Exploration ist wirklich etwas sehr wichtig. Das ist kein Science-Fiction, das passiert jetzt. Und ich wollte einfach, dass Europa auch sehr schnell in diesen Bereich geht. Und ja, deswegen habe ich die Exploration Company gegründet. Super. Ich habe mal aus einem anderen Interview, glaube ich, gehört, dass du gar nicht eigentlich diesen typischen Raumfahrtbegeisterungsweg hattest, dass du irgendwie als Kind für die Raumfahrt begeistert bist. Du bist da, glaube ich, erst später zugekommen, oder? Ja. Ich bin bei Airbus, ich war bei Airbus angestellt. Ich bin keine Raumfahrtingenieurin, also ich habe Mathematik und Ökonomik studiert. Und also als ich bei Airbus eingestellt wurde, ich hatte bevor also ein paar Jahre im Bereich Startup und Investment verbracht, aber ich kannte nichts über Raumfahrt, also fast nichts. Und dann habe ich einfach Raumfahrt verliebt, also und wirklich entdeckt, also auch viel, viel gelernt, auch also Online-Lectures zum Beispiel bei MIT genommen und viel, viel Zeit mit den super Experten, die bei Airbus waren. Weil es war für mich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich eine Entscheidung nehme, Entschuldigung für mein Deutsch, dass ich verstehe, was ich entscheide. Und das heißt, man muss nicht die komplette technische Background super in Details verstehen, aber man muss wirklich prinzipiell, was passiert in einem zum Beispiel Antriebssystem oder bei Avionics oder Software und so,
sodass man wirklich die gute Frage stellen kann. Und das kommt mit Verstehen und das kommt auch mit Erfahrung. So. Da muss man jetzt sagen, mit Airbus und Arianes Bus, du kennst also im Prinzip die europäische Raumfahrt sehr, sehr gut. Also das, was im Prinzip die etablierte Raumfahrt ist, was wir in Europa jetzt gemacht haben. Und jetzt gibt es ja diesen neuen Weg, ich sage dann immer New Space, das Schlagwort. Und wenn man schon, ich sag mal, in Europa sehr vorne mit dabei ist, wie kommt man dann dazu zu sagen, wir machen jetzt eine eigene Firma auf? Oder zu sagen, ja, wir machen jetzt die Exploration Company? Ja, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir werden in Europa so beide Dynamisches haben. Also auf einer Seite also die Corporations, die Incumbents, also Airbus, OHB, Thales und auf anderer Seite die Startup. Für mich, was wichtig war, war wirklich die Geschwindigkeit und auch die Freiheit und die Ambition für die Technologie. Wenn man wirklich super schnell gehen will und auch sehr ambitioniert mit Technologie ist, ist der Startup, glaube ich, ein bessere Setup, weil man kann mehr Risiko nehmen, auch mit privatem Geld. Man kann also viel schneller gehen, weil man hat wir können unsere Lieferanten wählen zum Beispiel. Und es ist nicht möglich mit zum Beispiel ESA-Funding, der mit GeoReturn organisiert ist. So, es gibt Vorteile, Nachteile, aber für diesen Projekt, der sehr ambitioniert, sehr innovativ, ich habe viel gedacht und entschlossen, dass die Startup-Setup war der beste für diesen Projekt. Und jetzt, ich muss auch gestehen, so richtig wissen oder dass ich mir gedacht habe, ich weiß, was die Exploration Company eigentlich macht, ja, ist erst seit ein paar Wochen, dass ich sage, okay, ihr habt immer mehr Informationen rausgegeben und dann deinen Vortrag bei dem Space Summit. Aber magst du vielleicht unseren Zuschauern vielleicht sagen, was ihr vorhabt mit der Exploration Company? So, wir entwickeln und bauen und dann werden operieren Raumfahrzeug. Also kein Rakete, nur Raumfahrzeug. Und Was speziell ist mit so Raumfahrzeug, also in 10 Jahren von ungefähr so 2030, wir glauben, dass die Standard für im Raumfahrt zu reisen, dass die besten Raumfahrzeuge werden reusable, dass man kann auch dieses Raumfahrzeug refueled, also und dass dieses Refueling wird mit Propellern, die mit Space Resources gemacht wird. So, das ist sozusagen unser strategisches Verständnis. Auch sehr wichtig ist, dass diese Raumfahrzeug, das ist nicht nur für Cargo, aber das ist für Menschen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist unser Endziel. Also ein Raumfahrzeug zu bauen, der kann zum Mond gehen, auch zum Gateway, also der Raumfahrtstation rund um den Mond oder auch zu Space Station, es wird in den kommenden Jahren vielleicht 4 oder vielleicht 7 Raumfahrtstationen rund der Erde, also Multidestination, Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, reusable, Punkt Nummer 3, refuelable und dann refuelable mit Space Resources und dann 5 Mensch, also das kann Mensch tragen. Mhm. Und es ist sozusagen das Endgoal, weil wir glauben, das wird einfach Standard, wie zum Beispiel heutzutage es ist Standard geworden, dass die Launcher reusable sein muss. Wir sind noch nicht da in Europa, aber das ist schon der Standard. Und ich glaube, in den kommenden Jahren, was ich schon einfach gesagt habe, das wird der Standard. So, dann kommt die Frage, wie können wir in diese Richtung gehen? Und es ist ganz klar, dass wir können nicht eine Technologie am selben Zeit entwickeln. So, wir haben gesagt, okay, wir entwickeln am ersten die Technologie, die nicht so kompliziert sind und auch Business öffnen. Weil wenn wir kein Business und kein Revenue haben, können wir auch keinen Privatinvestoren haben. Das ist ganz klar. So, erste Technologie ist die Reentry. Das machen wir Schritt für Schritt. Schon dieses Jahr haben wir ein Demo-Mission mit INCs geplant. Also wir sind super, super stolz, dass wir ausgewählt waren, weil wir sind sehr jung. Und dann in 2024 haben wir eine andere Demo-Mission geplant, also viel größer.
Und dann 26 haben wir unser erstes Raumfahrzeug, denn wie eine kleine Space Station ist, das bleibt 6 Monate rund der Erde, dann kommt zurück und dann ein Teil, also der Capsule, kann reused sein. So, das ist der erste Schritt. Und dann in Parallel, wir entwickeln unser Antriebssystem mit LOX Methane. Und wenn das fertig ist, dann können wir zum Mond fliegen. Und dann Schritt Nummer 3 ist dieses Refueling zu mastern. Und dann Schritt Nummer 4 ist dieses Menschen zu tragen. Das können wir vielleicht schneller machen, wenn wir zusätzliche Geld bekommen, zum Beispiel von European Space Agency oder. Aber das ist sozusagen der Roadmap. Und alles, was wir am Moment jetzt schon entwickeln und der Design ist schon für dieses Endgoal sozusagen gedacht. Aber wenn wir alle in der ersten Jahre entwickeln wollen, das ist einfach zu viel Geld und deswegen machen wir das Schritt für Schritt. Also ich freue mich riesig auch, dass dieses ambitionierte Endziel, dass es das gibt und dass ihr sagt, ihr habt ja eine Roadmap mit kleinen Steps und ich glaube Ariane 6 ist, das ist im Prinzip eine kleine Nutzlast von ein paar Kilo wahrscheinlich. Ja, das wird ungefähr, ungefähr 30, vielleicht, das ist ungefähr 30 Kilogramm. Genau. So sehr klein, sehr klein. Während bei einem Kapsel-Design mit zusätzlichen System, da reden wir von mehreren Tonnen wahrscheinlich dann. Ja, unsere, also in 24, unsere Subscale-Demonstrator, das wäre ungefähr 1,6 Tonnen. Das ist ungefähr 1,6 Tonnen und der Größe ist ungefähr 2,5 Meter Diameter. Und dann die Next Earth, also unsere Raumfahrzeug für Earth Orbit, das ist ungefähr 7 Tonnen und der Diameter ist 4 Meter. Weil Crew Dragon ist auch 4 Meter Diameter. Also wie ich gesagt habe, wollen wir schon für Menschen, also jetzt die Design machen, aber wir fliegen noch nicht Menschen. Wir werden mit lebendigen Dingen, mit Plants oder Mausen, das können wir fliegen, das können wir auch dabei lernen. Auch ein Teil von dem Team kommt von diesem European Service Module Programm, so ein Teil von dem Team schon hat Erfahrung. Also Raumfahrzeug für Menschen zu entwickeln, aber wir wissen auch, das ist super, super kompliziert, man braucht Zeit, so deswegen Schritt für Schritt. Es gibt im deutschen Startup-Szene gibt's immer so einen Comic, oder ich glaube internationales Comic, also wo man im Prinzip, wenn man ein Auto bauen möchte, dann soll man nicht mit dem Auto anfangen, sondern man fängt mit dem Roller oder dem Fahrrad an und macht dann Schritt für Schritt und kann dadurch das Team aufbauen, kann aus Fehlern besser lernen und ist auch nicht deprimiert, wenn man auf dem Weg vielleicht dann einen Stein in den Weg hat, weswegen man nicht weiterkommt. Also, und auf der anderen Seite, ich sag mal, meine Zuschauer sind, glaube ich, nicht unbedingt aus der Raumfahrtindustrie, sondern sind fasziniert davon. Und für sie sind diese großen Ziele halt total wichtig, weil man ein bisschen in Europa das Gefühl hatte, wir verlieren den Anschluss und dass alle nur noch auf SpaceX gucken und so weiter. Da finde ich das unglaublich wichtig, dass man sagt, man hat diese großen Ziele und man ist nicht von, jo, wir machen Raumfahrt zum Selbstzweck und ja, wir brauchen unseren eigenen unabhängigen Zugang und so, aber irgendwie eigentlich will keiner drüber sprechen. Raumfahrt ist so ein Begeisterungsthema, da finde ich das sehr schade, wenn man irgendwie so niedrig zielt, sage ich jetzt mal so. Und deshalb freut mich das sehr, dass ihr auch diese großen Ziele direkt mitteilt, weil es ist ja auch ein Risiko. Also ich sag mal, gibt ja immer die Meckerer, die dann sagen, ja, das habt ihr nicht hingekriegt oder was auch immer. Und ihr sagt, wir sind jetzt noch kein Jahr alt und wir haben aber diese großen Ziele und wir versuchen das und wir machen das Schritt für Schritt. Und ja, finde ich großartig. Ja, also ich glaube erst, wir haben super Kompetenz in Europa. Und ich habe auch gesehen, also viele Leute, die ein bisschen frustriert sind, weil sie können ihre Kompetenz nicht komplett geben und auch entwickeln.